So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir sind immer noch in Berlin. Wir sind in Berlin angekommen. Wir haben jetzt gedacht, wir wollen was essen. Das erste Mal, dass wir heute was essen. Alle haben Hunger. Und hinter mir ist Golden Burgers. Das möchte ich euch mal zeigen. Guckt euch diese Schrift an. Golden Burgers. Guckt euch das an. Golden Burgers. Chili Cheeseburger. Genau den habe ich genommen. Das seht ihr aber gleich noch. Hier oben steht es auch nochmal Golden Burgers. Und er ist alleine in der Küche, der macht alles ganz alleine. Was ein Stress hin und her. Der Mann ist eine Maschine, ich sag's euch. Ich möchte euch kurz mal die Karte noch zeigen. Ihr habt ja auf Kindermenüs Hamburger Pommes Capri-Sonne 6 Euro, Chicken Nuggets Pommes Capri-Sonne 6 Euro, diverse Getränke, hauptsächlich natürlich von Fritz. Fritz-Getränke, Fritz-Cola, Fritz-Limonaden. Als Beilagen gibt es Pommes und Curly Fries. Ihr könnt sogar Onion Rings nehmen oder Cheese Pommes und Hack and Cheese Burger. Es gibt Beef Burger als Cheese, Chili Cheese, Barbecue, Hawaii. Und wir haben Crispy Chicken Burger als Barbecue, Chili Limette oder vegane Burger mit Beef Style und Chicken Style. Ich habe mich jetzt für einen Chili Cheese Burger entschieden mit Cheese Pommes. Die kosten normalerweise 4 Euro, aber zum Burger dazu nur 2,50. Hannes und Pupsi suchen sich, glaube ich, gerade einen Platz. Oder auch nicht. Die gucken komisch. Ich guck mal, was da los ist, und wenn das Essen fertig ist, zeige ich euch das. Das sieht von hier aus auf jeden Fall verdammt gut aus. So, das Essen ist jetzt auch fertig, ne? Guckt euch das mal an. Das sind die Cheese Pommes. Das ist wahrscheinlich dann der Chili Cheese Burger, der hier drin hängt. Ihr habt hier einen Hawaii Burger vom Hannes mit Onion Rings plus Barbecue Soße. Und ihr habt hier nochmal einen Chili Cheese mit Curly Fries. Das sieht auf jeden Fall wunderbar aus, so wie das hier steht. Das nehmen wir jetzt mit. Dafür habe ich den Hannes beauftragt. Das ist der Essensträger. Jetzt schieben wir alles zum Platz und hauen uns das rein. So, jetzt sitzen wir hier auch am Tisch. Ne? Guckt euch den Hannes an, wie der Hannes aussieht. Das ist der Hannes, der hat sich wieder hier zurechtgemacht. Vorfindung musst du mich schließen. Ach so, gut, ja. Bin gleich soweit, glaube ich. Das ist Hannes, das ist Bubsi, das bin ich. Da musst du nur dann rüber an den anderen Tisch und dann ist alles gut. Das ist doch was Unterschiedliches. Wir wollen jetzt mal diesen Chili Cheeseburger probieren. Ne? Der ist jetzt hier drin. Jetzt habe ich das falsche Papier wahrscheinlich. Das ist der Chili Cheeseburger. Die Belichtung ist echt komisch hier, aber wir haben uns schon dahingesetzt, wo es am hellsten ist. Das Brot ist auf jeden Fall mega weich. Ich sehe die Jalapenos unter dem Käse. Das sieht richtig toll aus. Wir beißen jetzt einfach mal hier rein. Mmh. Richtig geniales Fleisch, das ist so weich, das ist so locker, das fällt einfach im Mund dann auseinander, das ist nicht zäh, das ist nicht grob, das ist einfach trotzdem saftig, richtig schön würzig, die Jalapenos sind richtig klasse. Und ihr habt hier diese Käsepommes, also die Cheese Pommes. Und die sehr sämig schmecken, also diese Käsesoße, sahnig, mehlig. Cheesy, aber total kalt. Weil wenn die warm ist und wird dann immer kalt, dann wird die wie Gummi. Die ist einfach von Haus aus kalt, aber irgendwie total cremig. Auf jeden Fall auch interessant, habe ich so noch nie getestet, habe ich so noch nie gesehen. Und weil nur noch 5 Minuten Zeit sind und der Mann gleich hier zumacht, müssen wir uns das alles reinhauen. Hannes, wie schmeckt es dir? Sehr gut. Aber du willst mal die Onion Rings? Hannes möchte noch, dass ich einen Onion Ring von ihm probiere. Mit Barbecue-Soße. Von Pupsi gibt es noch einen Curly Fry. Schmeckt auch wieder komplett anders. Also, ich finde sogar die Onion Rings und die Curly Fries haben alleine so einen starken, kräftigen Geschmack. Besser als die Pommes. Diese Käsesoße, diese sahnige, nimmt ein bisschen noch mal was weg, macht das wieder milder. Also die anderen, die hauen voll rein.
Aber am besten ist trotzdem dieser Burger. Wir verspeisen ihn jetzt schnell, sind jetzt raus. Das war's von meiner Seite aus. Habt ihr schon mal bei Golden Burgers gegessen? Schreibt's mal rein. Auch wenn wir gerade hier bei KFC sitzen, das fällt gar nicht auf. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mmh.